Herzlich willkommen zu unserem Sonntagswort. Heute mit einem kleinen Rätsel. Nämlich dem Rätsel, was haben unsere Spielbank im Hintergrund und die Bibel gemeinsam? Auflösung gibt's nach dem Intro. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Brüder. Etwa 120 waren zusammengekommen und sagte: Brüder, es musste sich das Schriftwort erfüllen, das der Heilige Geist durch den Mund Davids im Voraus über Judas gesprochen hat. Judas wurde zum Anführer derer, die Jesus gefangen nahmen. Er wurde zu uns gezählt und hatte Anteil am gleichen Dienst. Es steht im Buch der Psalmen, sein Amt soll ein anderer erhalten. Einer von den Männern, die die ganze Zeit mit uns zusammen waren, als Jesus der Herr bei uns ein- und ausging. Angefangen von der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns ging und in den Himmel aufgenommen wurde. Einer von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein. Und sie stellten zwei Männer auf, Josef, genannt Barsabbas mit dem Beinamen Justus, und Matthias. Dann beteten sie: Herr, du kennst die Herzen aller, zeige, wen von diesen beiden du erwählt hast, diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen. Denn Judas hat es verlassen und ist an den Ort gegangen, der ihm bestimmt war. Dann gaben sie ihnen Lose. Das Los fiel auf Matthias, und er wurde den 11 Aposteln zugerechnet. Wort des lebendigen Gottes. Die Auflösung für unsere kleine Rätselfrage vom Anfang steckte in der Lesung, die Sie eben gehört haben. Die Lesung erklärt ja so ein bisschen, wie Matthias Apostel geworden ist, passend zur Spielbank, durch Glück, durch Los, durch Würfeln, wie auch immer man das nennen will. Wobei man mit einem kleinen Augenzwinkern ja sagen kann, die Karten waren, oder die Würfel besser gesagt, waren damals wahrscheinlich gezinkt, weil der Heilige Geist da ja so ein bisschen drin steckte noch. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Die Lesung mit Matthias hat mich persönlich irgendwie in der Woche beschäftigt und auch dazu eingeladen, über diese Menschen nachzudenken, die Jesus nachgefolgt sind. Oder generell Menschen, die in den biblischen Texten auftauchen, von denen man sagen könnte, ja, die sind in irgendeiner Art und Weise, modern gesprochen, berufen oder die haben mit Gott ganz eng zu tun und erzählen von Gott. Weil wenn wir als die, die so viele Jahre nach denen leben, uns die mal anschauen, muss man über die Leute ja eigentlich sagen, die sind alles nur nicht perfekt. Schauen Sie sich zum Beispiel die Jünger Jesu selbst doch mal an. Da war ein Petrus, der, wie Sie vielleicht wissen, Jesus verleugnet hat, der ein bisschen übereifrig gewesen ist. Thomas, ein anderer der Apostel, der brauchte erst so seine Beweise, um überhaupt daran zu glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Paulus, der selbst ja auch Nachfolger, Jünger Jesu gewesen ist und von Jesus erzählt hat, der war in seinem Vorleben Christenmörder. Man kann das Ganze ja nicht nur aufs Neue Testament beschränken, sondern ja auch aufs Alte Testament erweitern. Da sind auch so viele Gestalten mit drin, von denen man wahrscheinlich sagen könnte, ja, die Leute, die von Gott erzählt haben, Lichtgestalten waren das nicht immer. Mose zum Beispiel, der hat unglaublich gestottert und brauchte Aaron als Bruder und Übersetzer, der den Leuten erstmal verständlich macht, was Mose eigentlich erzählen wollte. Jakob, der seinen Bruder betrogen hat, nur um erst das Erstgeborenrecht zu bekommen. Und Jona, der Prophet, der irgendwie vor Gott weggelaufen ist. Je mehr man darüber nachdenkt, je mehr man sich die Leute im Alten und Neuen Testament anschaut, die man vielleicht als Propheten, Jünger, wie auch immer bezeichnen möchte, die waren alles nur nicht perfekt. Und ich finde, genau dahinter steckt für uns eine ganz interessante und wichtige Botschaft als Menschen, die viel von denen hören, heute namentlich dann in der Lesung von Matthias hören werden. Weil das für uns, glaube ich, eine ganz schöne und wichtige Zusage ist, nämlich zu wissen, dass man als Jünger Jesu eben nicht perfekt sein muss, beziehungsweise, dass Gott nicht die Menschen in seine Nachfolge ruft, die Menschen beruft,
die unfassbar qualifiziert dafür sind, sondern dass Jesus und Gott damals im Alten Testament selbst die Menschen aussucht, die er eben hatte. Und diese Menschen qualifiziert, sie fähig macht, eben das zu tun, was zum Jüngersein eben dazugehört, von Gott zu erzählen. Und damit schaue ich heute an diesem Sonntag nicht nur auf mich selbst als Priester oder auf die anderen Hauptamtlichen bei uns im Team, Seelsorgerinnen und Seelsorger, sondern quasi heute von meinem Punkt hier durch die Kamera hindurch zu Ihnen nach Hause, weil das die Grundzusage ist, die in unserem Glauben ganz besonders im Mittelpunkt steht, dass die Menschen, die Jesus auf ganz unterschiedliche Art und Weise nachfolgen, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise berufen sind, dass die dafür nicht qualifiziert sein müssen, um Nachfolger Jesu zu sein, sondern dass Gott die, so wie sie sind, eben richtig findet. Sie so wie sie sind, beruft und dazu ausschickt, um von ihm zu erzählen. Und das ist, glaube ich, immer wieder das Wichtigste. Davon erzählen zu können, was mich mit meinem eigenen Glauben ausmacht, wo ich meinen eigenen Glauben als besonders stark empfinde, wo ich etwas in mir trage, was ich gerne anderen Menschen weitergebe, nicht einfach darüber erzähle, sondern ihnen das vorlebe und sie so spürbar machen lasse, wie mein Glaube mich immer wieder trägt. Und ich glaube, das ist wirklich die größte Qualifikation, die man eigentlich haben kann. Gott beruft nur die Qualifizierten. Ich glaube, das ist Blödsinn. Man kann, glaube ich, nicht zu dumm, zu schlecht, zu wenig begabt oder untalentiert sein, um nicht von Gott erzählen zu können. Im Gegenteil. Die Geschichte von Matthias oder die Geschichte von all den biblischen Figuren, die ich eben aufgezählt habe, lehrt uns eins. Gott beruft nicht die Qualifizierten, sondern Gott qualifiziert die Berufen. Wenn unsere Kirche momentan eines ganz dringend braucht, dann sind das wirklich qualifizierte Berufen. Ihnen einen schönen Sonntag und bleiben Sie behütet.